Kapitel 7 Die Politik des Vatikans zwischen den Weltkriegen Die katholische Kirche und die sozialistische Ideologie Die katholische Kirche am Ende des Ersten Weltkrieges Ihre Allianz mit den kontrarevolutionären Kräften Der italienische Faschismus, die neue Politik des Vatikans, die Auflösung der katholischen Parteien Die Allianz der katholischen Kirche mit den faschistischen Diktaturen die sozialen und politischen Ideologien und Systeme, die der Vatikan während des vergangenen und zu Beginn unseres Jahrhunderts bekämpfte, wurden mit einem Schlag harmlose Gegner der Kirche, als der Sozialismus in seiner vollen Gestalt und als staatliche Realität vor ihr stand. Im 19. Jahrhundert dominierte der Liberalismus. Er hatte den Säkularismus, die Freiheit der Gesellschaft und des Staates von den Einmischungen der Kirche gefordert. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde der Liberalismus durch eine Ideologie verdrängt, die bisher keine ernsthafte Gefahr für die religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen nach Meinung der katholischen Kirche die Gesellschaft beruht, dargestellt hatte. Diese Ideologie propagierte die soziale, wirtschaftliche und politische Revolution. Sie war seit ihrer Entstehung mehr als einmal von der Kirche verdammt worden, eine Verdammung jedoch, die selten über die theoretische und religiöse Sphäre hinausdrang. Der Sozialismus in seinen verschiedenen Schattierungen war, auch nachdem er in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in bestimmten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bewegungen Gestalt angenommen hatte, ein relativ schwacher und vor allem nur theoretischer Feind geblieben. Er schien die Grundlagen der Gesellschaft nicht ernstlich zu bedrohen. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erklärte die katholische Kirche, nachdem sie zuvor die sozialistische Theorie und alle ihre Forderungen verdammt hatte, dass der gute Katholik keine Verbindung mit dem Sozialismus haben dürfe. Die theoretische Verurteilung des Sozialismus wurde zur praktischen Zurückweisung als die Sozialisten begannen, die Arbeiterklasse zu organisieren und Ziele zu verkünden, die eine offene Herausforderung der bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Ordnung waren. Seit Leo XIII. hatte die Kirche wiederholt die sozialistische Lehre offen und scharf verurteilt. Jetzt versuchte sie als Gegengewicht kirchliche Arbeiterorganisation ins Leben zu rufen, gab aber bereits zu Beginn des Ersten Weltkrieges diese Zielsetzung auf. Es hatte sich rasch herausgestellt, dass diese Maßnahmen nicht geeignet waren, die sozialistische Bewegung aufzuhalten. Aber die katholische Kirche ließ sich dadurch nicht in Verwirrung bringen. Sie besaß großes Selbstvertrauen, denn ihre Politik stützte sich weniger auf die katholische Arbeiterbewegung als vielmehr auf die religiösen und politischen Organisationen, die ihre Kämpfe an der Quelle der politischen Macht zumeist innerhalb der Regierung selbst austrugen. Neben den katholischen Parteien verfügte die Kirche über eine einflussreiche katholische Presse, und über starke Verbündete in den Schichten, deren Interessen die Beibehaltung des sozialen und wirtschaftlichen Status quo verlangten. Zu diesen konservativen Elementen gehörten die Großgrundbesitzer und die Herren der riesigen Industriekonzerne. Sie alle sahen in der katholischen Kirche ihren natürlichen Verbündeten, und die Kirche wusste sie zu schätzen als zuverlässige Streiter gegen jede ernsthafte Bedrohung durch den Sozialismus. Mit dem Ausbruch des Weltkrieges änderte sich die Lage gründlich. Millionen Menschen wurden plötzlich aus ihrer verhältnismäßig friedlichen Umwelt gerissen und in die Schützengräben oder Munitionsfabriken gesteckt. Das Leben, das sie bislang geführt hatten, zerfiel immer mehr unter der verheerenden Einwirkung des Krieges. Die moralischen Werte, religiöse, soziale und politische Art gerieten ins Wanken. Die sozialistische Ideologie erfasste die breiten Massen. In Russland kam es 1917 zur sozialistischen Revolution. Die bolschewistische Partei übernahm die Regierung. Ein Jahr später endete der Erste Weltkrieg. Er hatte Vertreibung zufolge, Massenarbeitslosigkeit, Verwirrung und Desillusionierung. Die sozialistischen Lehren fanden daher breiten Widerhall, sie wurden von vielen als ein Programm begrüßt, mit dem man eine bessere soziale und wirtschaftliche Ordnung erreichen konnte. Streiks legten ganze Industriezweige, ganze Städte und Wirtschaften lahm, die Arbeiter besetzten die Fabriken und wählten Arbeiterräte zur Leitung dieser Unternehmen. Die Landarbeiter ergriffen Besitz von den Ländereien der Gutsherren, die Vertreter der Staatsmacht wurden überwältigt und abgesetzt. In mehreren Ländern begann man den theoretischen Plan der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft zu verwirklichen. Wo stand die katholische Kirche in diesem Kampf? Sie war wegen ihrer ständigen Angriffe auf die sozialistische Ideologie und ihre Träger und wegen ihrer engen Verbindung mit den natürlichen Feinden der sozialistischen Gesellschaft, den Großgrundbesitzern, den Industrieherren und anderen konservativen Schichten der Gesellschaft eines der Hauptangriffsziele der revolutionären Bewegung. Die Kommunisten forderten die Enteignung der Kirche, ihre Trennung von der Schule und die Einstellung aller Zahlungen des Staates an die Kirche. Im übrigen würde die weltanschauliche propaganda schon dafür sorgen daß die neue gesellschaft die religion überwände die blicke auf das große vorbild sowjetrußland gerichtet ließen sich diesen worten taten folgen so wurde selbst dem kurzsichtigsten Kardinal im Vatikan sehr rasch klar, dass alle Säkularisationsbestrebungen der Vergangenheit harmlos waren im Vergleich zu der Säkularisation, die sich die Kommunisten vorgenommen hatten, alle Elemente, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlten, leiteten inzwischen mit Hilfe der verschiedensten sozialen politischen und nationalistischen Bewegung eine Gegenoffensive ein. Sie bildeten militärische Gruppen und begannen die revolutionäre Bewegung mit blutigem Terror zu unterdrücken. Auf diese Weise gelang es der Gegenrevolution, dank ihrer besseren Organisiertheit, dank der Uneinigkeit im Lager ihrer Feinde und dank der Tatsache, dass weite Kreise der Bevölkerung des ständigen Streiks und Kämpfe müde wurden, das Vordringen des Sozialismus vorerst aufzuhalten und ihm an einigen Stellen sogar zurückzuschlagen. Der Vatikan begrüßte jede antisozialistische Bewegung mit großer Sympathie und unterstützte sie wo immer er konnte. Bald aber kam es zu einem sich immer mehr zuspitzenden Konflikt in der Kirchenführung über die Politik gegen die Roten. Der Konflikt entzündete sich an der Frage, ob man die Gewaltmaßnahmen der neuen antisozialistischen Bewegung aktiv unterstützen solle oder nicht. Von diesen Gewaltmaßnahmen versprach man sich nicht nur die Vernichtung des Kommunismus, sondern auch die Wiederherstellung der alten Ordnung und eine Kontrolle über alle Individuen und Gruppen, die der Gesellschaft gefährlich werden könnten. Die andere Möglichkeit war, die in Anführungsstrichen rote Gefahr so zu bekämpfen, wie die Kirche vor dem Krieg den Liberalismus und den Säkularismus bekämpft hatte, nämlich auf legalem Weg, das heißt in der Arena des sozialen und politischen Kampfes mit Hilfe neuer Arbeiter und Bauernorganisationen und politischer Parteien. Die eine Gruppe bestand darauf, dass rücksichtslose Gewalt das einzige Mittel sei, mit dem die Feinde der Kirche, vor allem die Kommunisten, erfolgreich bekämpft werden könnten. Bahnflüche, religiöse oder soziale Organisationen und selbstmächtige katholische Parteien seien zu schwach, seit sich Zitat, die katholische Kirche der gewalttätigen Propaganda und den Methoden der Roten gegenübersehe. Die Kirche könne jedoch nicht öffentlich zu Mord und Gewalt aufrufen, denn immer, wenn dergleichen geschehen sei, Mitglieder katholischer Parteien hatten es anlässlich einiger von Sozialisten organisierten Streich versucht, habe es lediglich zu vermehrten Hass gegen die Kirche geführt. Der Kirche bliebe also nur der Weg, eine neue Politik zu beginnen, eine Politik der engen Allianz mit jeder politischen erfolgsversprechenden Bewegung, die die Vernichtung des Sozialismus, die Beibehaltung des Status quo und vor allem die privilegierte Stellung der katholischen Kirche garantieren könnte. Dies sei dringend nötig denn je, unterstrichen die Anhänger dieser Theorie im Vatikan und beriefen sich auf die großen Verluste, die die katholische Kirche täglich erlitt. Die Kirchenaustritte seien keine Einzelerscheinung mehr, eine Massenapostasie habe eingesetzt, Einige dieser Abtrünnigen seien wohl den giftigen Lehren des Liberalismus und der säkulären Erziehung zum Opfer gefallen, aber der Sozialismus trage die Hauptschuld an diesen Massenaustreten. Überall dort, wo sich die Industrie und damit städtische Lebensformen breit gemacht hätten, verliere die Kirche unweigerlich Mitglieder, während die Roten dort ebenso unweigerlich gewähnen. Diese Verluste der Kirche hatten doppeltes Gewicht, denn ein Mensch erklärt seinen Austritt aus der Kirche nicht allein aus religiösen, sondern ebenso auch aus politischen und sozialen Motiven. Die Menschen, die der Kirche die Achtung versagten, schlossen sich in der Mehrzahl politischen Bewegung an, die der Kirche feindlich gesinnt waren. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die sozialistische und die kommunistische Bewegung den meisten Nutzen davon. Sehr bald war zu erkennen, dass die sozialistischen Wähler mit ziemlicher Sicherheit für die katholische Kirche verloren waren. Papst Pius XI. zog später daraus die Schlussfolgerung und erklärte, Zitat, kein Katholik kann Sozialist sein, Zitat Ende. Quadragesimo anno 1931. In Italien, einem katholischen Land, eroberten die Sozialisten unmittelbar nach dem Krieg eine Million. 840.589 von insgesamt 3.500.000 Stimmen. 1926 errangten Liberale und Sozialisten zusammen 2.494.685 Stimmen. In Österreich Erhielten im Jahre 1927 die Sozialisten 820.000 Stimmen und hatten allein in Wien einen Zuwachs von 120.000 Stimmen. In der Tschechoslowakei verlor die katholische Kirche bis 1930 1.900.000 Anhänger. In Deutschland entfielen 1932 auf Sozialisten und Kommunisten 13,2 Millionen Stimmen. Diese schweren Verluste veranlassten die katholische Kirche jede Regierung zu unterstützen, die die Absicht zeigte, ihr Land aus einer Industriemacht in eine Agrarmacht zu verwandeln. Das war übrigens auch der Grund, aus dem der Papst Petjain unterstützte, denn Agrargemeinschaften hatten sich als konservativ und kirchentreu erwiesen. In den unruhigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg konnte sich der Vatikan nicht klar entscheiden, welche Politik er verfolgen sollte. Er arbeitete in zwei Richtungen, in beiden nur mit halber Kraft. In Italien erlaubte er zum Beispiel den Katholiken, eine starke katholische Partei mit progressivem und sozialem Ausgängerschild ins Leben zu rufen, die bei manchen Anlässen auf die Maßnahmen ihrer Gegner mit Gewalt antwortete. Dieser Beschluss war von Benedikt XV. gefasst worden, der liberale Neigung zeigte. Als Benedikt XV. starb, wurde das Steuer der Vatikanpolitik herumgeworfen. Der neue Papst entschloss sich, wenn auch anfänglich unter Beachtung gewisser Vorsichtsmaßnahmen, zu einer Politik der Allianz mit den radikalen, antibolschewistischen Kräften. Das Jahr 1922, in dem Pius XI. ein Mann von autoritärer, kompromissfeindlicher und antidemokratischer Gesinnung zum Papst gewählt wurde, war ein schicksalsschweres Jahr nicht nur in der Geschichte der katholischen Kirche, sondern auch in der Geschichte Europas, ja der ganzen Welt. In diesem Jahr Erlang die erste faschistische totalitäre Bewegung Europas, der italienische Faschismus, die Macht über eine moderne Nation. Seit dieser Zeit wurde die Politik des Vatikans immer zielstrebiger, seine Allianz mit den Mächten der Reaktion immer offensichtlicher. In ganz Europa, von Spanien bis Österreich, von Italien bis Polen, kamen mit legalen oder halblegalen Mitteln Diktatoren an die Macht, die häufig offen vom Vatikan unterstützt wurden. Nachdem der Vatikan einmal mit der alten Methode gebrochen hatte, ging es so weit, die Auflösung der großen katholischen Parteien zu befehlen, um die faschistischen Regime zu unterstützen und ihre Machtposition im Staate zu festigen. Aber damit nicht genug. Bei mehr als einer Gelegenheit verkündete der Papst, der faschistische Diktator Mussolini sei, Zitat, von der himmlischen Vorsehung gesandt, Zitat Ende, und empfahl in der Enzyklika Quadrassimo Anno, allem katholischen Ländern die Form des faschistischen ständetstaates zu übernehmen. Als die faschistischen Staaten ihre Aggressionen begannen, half ihnen die katholische Kirche offen und versteckt. Sie hielt die Katholiken der betreffenden Länder an, die Aggressoren zu unterstützen oder setzte diplomatische Mittel ein, wie im Fall der Abbasinienkrieges 1935-36 und im Fall der Annexion Österreich 1938 und der Tschechoslowakei 1939. Was erhielt die katholische Kirche als Gegenleistung? Sie erhielt, was sie erwartet hatte, als sie mit den radikalsten reaktionären Bewegungen ein Bündnis einging, die brutale Verfolgung all der Feinde, die sie so oft im Lauf der letzten hundert Jahre verdammt hatte, nicht nur des Sozialismus und des Kommunismus, sondern auch des Liberalismus, der Demokratie und des Säkularismus, die Gewerkschaften und alle sozialen, kulturellen und politischen Organisationen, die unter dem Einfluss von Kommunisten, Sozialisten, bürgerlichen Demokraten oder Liberalen standen, wurden zertreten, alle politischen Parteien verboten, die Presse, der Film, das Theater und alle anderen kul kulturellen Institutionen wurden unter die Kontrolle der faschistischen Partei gestellt, die Bevölkerung wurde alle demokratischen Rechte beraubt. Der Geist und die Maschinerie der faschistischen Diktatur hatten ihr Vorbild im Geist und in der Maschinerie der katholischen Kirche. Es gab nur eine Partei, sie allein besaß die politische Wahrheit, es gab nur einen Führer, er machte alles richtig und war niemand rechenschaftspflichtig. Das Volk hatte, ihm blind zu gehorchen. Seine Befehle dürften nicht diskutiert werden, die Bevölkerung hatte zu denken, was der Führer ihr zu denken befahl, sie hatte die Sendung zu hören und die Zeitungen und Bücher zu lesen, die er für sie auswählte. Niemand war gestattet, gegen das Regime oder den Führer auch nur zu flüstern. Eine geheime Staatspolizei lauerte darauf, jeden zu verhaften und um in ein Konzentrationslager zu werfen, der gegen diese Regeln verstieß. Die katholische Kirche konnte sich in den vom Faschismus befallenen Ländern ungehindert betätigen und erhielt viele Vorrechte, ja sie wurde in einigen dieser Staaten sogar zur Staatsreligion erklärt. Das bedeutete, Religiöse Erziehung an allen Schulen, religiöse Eheschließung, Abschaffung der Ehescheidung, Verbot aller religionsfeindlichen Bücher, Verbot der Empfängnisverhütung, Besoldung der Geistlichkeit durch den Staat, Teilnahme der höchsten Repräsentanten des Staates an öffentlichen religiösen Zeremonien, Protektion und Subvention, religiöse Zeitung, und so weiter. Die Kirche hatte auf einen Schlag nicht nur all ihre alten und neuen Feinde vernichtet, sondern zugleich eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft gewonnen, die sie unter anderen Umständen nie hätte erringen können, aber nicht immer herrschte Sonnenschein in dem Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und ihren politischen Verbündeten. Häufig entstanden bittere Kontroversen, vor allem mit der deutschen Spielart des Faschismus, dem Nazismus. Es gab sogar Ansätze zur Kirchenverfolgung, gegen die der Papst in seinem Enzyklikum Stellung nehmen musste. Non abbiamo bisogno 1931 gegen den italienischen Faschismus und mit brennender Sorge 1937 gegen den Nazismus. Diese Streitigkeiten entstanden um die Frage der Jugenderziehung oder bei Verletzung des Konkordats. In Deutschland kam es zu Beschwerden der Kirche, weil der Nazismus vorsätzliche und unflätige Angriffe gegen die Religion richtete. Der Vatikan wagte es nicht, ein einziges Mal den Faschismus, dem Nazismus oder ähnliche Bewegungen grundsätzlich zu verdammen, wie er es zum Beispiel im 19. Jahrhundert mit dem Liberalismus oder im 20. Jahrhundert wiederholt mit dem Sozialismus tat. Warum auch? Dass bei der neuen Allianz nicht alles reibungslos abging, war menschlich verständlich. Schließlich hatte die katholische Kirche, wenn sie auch nicht alles bekam, was sie sich wünschte, doch unter den faschistischen Regimen einen Machtzuwachs erreicht, von dem sie sich vorher nie hätte träumen lassen. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass der Vatikan, nachdem er einmal die neue Politik eingeschlagen hatte, zwanzig Jahre lang nicht mehr von ihr abwich und dadurch die Stellung des Faschismus auf dem ganzen Kontinent wesentlich festigte. Der Vatikan ermutigte die faschistischen Diktaturen nicht nur in ihren innerpolitischen Maßnahmen, sondern auch auf dem Gebiet der internationalen Politik. Da die katholische Kirche überall die gleichen Feinde zu bekämpfen hatte, verfolgte sie auch in fast allen europäischen Ländern die gleiche Politik. Sie schloss überall ähnliche Allianzen wie jene, mit denen sie in den faschistischen Staaten so gute Erfahrung gemacht hatte. Selbstverständlich musste sie dabei die örtlichen Umstände in Betracht ziehen und in den einzelnen Ländern unterschiedliche Taktiken anwenden. So gestattete sie in einem Land der katholischen Partei mit den Sozialisten zusammenzuarbeiten, Deutschland, und ließ in einem anderen die gleichen Sozialisten von einer offen katholischen Diktatur zusammenschießen, Österreich. So beauftragte sie in einem Land, die katholische Partei die Regierung zu unterwühlen und deren Sturz zu beschleunigen, Tschechoslowakei, und machte ergebene Katholiken zu Agenten ausländischer faschistischer Aggressoren, sei es in Quad in Österreich und Tiso in der Tschechoslowakei, und ließ in einem anderen Land, Spanien, einem katholischen General, Franco, gestützt auf den Vatikan und die spanische Hierarchie, Offen gegen die verfassungsgemäßige demokratische Regierung seines Landes revoltieren. Die Allianz mit dem Faschismus hatte aber für den Vatikan noch einen anderen Sinn. Er verfolgte mit diesem Bündnis das Ziel, das Zentrum des Weltatheismus und des Kommunismus, die Sowjetunion, zu vernichten. Seit der Russischen Revolution 1917, die, so paradox es klingt, vom Vatikan begrüßt worden war, hatte die Vatikanspolitik in der internationalen Sphäre nur ein Hauptziel: Vereinigung aller Kräfte und Länder zu einem gegen die Sowjetunion gerichteten Block. Kommentar: Teile und Herrscher. These, Antithese. Synthese. Kommentar: Ende. Der Vatikan unterstützte Hitler, weil dieser sich nicht nur zum Ziel gesetzt hatte, den Kommunismus in Deutschland zu zerschlagen, sondern auch fest entschlossen war, eine starke Macht zu errichten, die als eine Art chinesische Mauer das Vordringen des Kommunismus nach Europa verhindern oder eines Tages sogar die Sowjetunion vernichten sollte. Diese gegen die Sowjetunion gerichtete Politik der Unterstützung der faschistischen Diktaturen verfolgte der Vatikan rücksichtslos vor und während des Zweiten Weltkrieges. Er setzte sie nach dem Krieg fort, durch seine Allianz mit den USA, durch den Aufmarsch des zu neuem Leben erwachten politischen Katholizismus, der 1950 bereits die Herrschaft über zehn europäische Staaten erobert hatte. Italien, Österreich, Westdeutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Irland, Spanien und Portugal und durch die offene Einmischung in die Wahlen vieler Länder. So wies Pius XII, die französischen und italienischen Wähler in den Jahren 1947 und 48 offen an gegen die Parteien zu stimmen, die der Kirche nicht genehm waren, eines zahlreichen Beispiele für die Anwendung eines unmittelbaren religiösen Druckes um politische und ideologische Ziele willen. Diese Feindschaft erreichte 1949 ihren Höhepunkt mit jenem Dekret, nach dem alle, Zitat, die sich zu der materialistischen und antichristlichen Doktrin des Kommunismus bekennen, sie verteidigen oder verbreiten, Zitat Ende. exkommuniziert werden. Dekret zur Exkommunikation erlassen von der höchsten heiligen Kongregation des Heiligen Offiziums am 13. Juli 1949. Es ließ dem katholischen Gläubigen nur die Wahl zwischen einer uneingeschränkten Ablehnung des Kommunismus und dem Austritt aus der Kirche und verbot ihnen nicht nur für die Kommunistische Partei zu stimmen, sondern untersagte ihnen auch, Zitat, Kommunistische Literatur ohne die besondere Genehmigung ihres Beichtvaters zu lesen. Selbst Reporter, die über Theater, Sport oder Literatur in einer kommunistischen Zeitung schreiben, begehen damit in den Augen der Kirche eine unerlaubte Handlung. Zitat Ende. Nachzulesen im Observatore Romano vom 26. Juli. 1949 Die katholische Kirche wäre trotz ihres großen Einflusses in vielen Ländern nie in der Lage gewesen, das Geschehen in den Jahren zwischen den Kriegen so entscheidend zu beeinflussen, wenn die Umstände sie nicht begünstigt hätten. Die ethnischen Nationalen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kräfte, die durch ihre Dynamik die Welt in der niederdrückenden Nachkriegszeit erschütterten, kamen den katholischen Absichten entgegen. Auch wenn es keine katholischen Kirche gegeben hätte, auch wenn sie sich neutral verhalten oder gar den Faschismus widersetzt hätte, wäre es zu den gewaltigen Zusammenstößen gekommen, deren Höhepunkt der Zweite Weltkrieg war, aber es besteht kein Zweifel, dass die unmittelbare oder mittelbare Hilfe, die die katholische Kirche in bestimmten kritischen Momenten den faschistischen Staaten gewährte, die Herausbildung eines faschistischen europäischen Kontinents und damit den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beträchtlich beschleunigt hat. Selbstverständlich war es nicht allein der profaschistischen Politik, die der Vatikan nach dem Auftauchen der für ihn fürchterlichen Gefahr des Sozialismus verfolgte, zuzuschreiben, dass die Welt dorthin gelangte, wo sie heute steht. Kommentar? Wirklich? Kommentarende. Dafür waren im Wesentlichen andere Kräfte verantwortlich, die mit der Religion und der katholischen Kirche wenig oder gar nichts zu tun haben. Aber die Allianz des Vatikans mit diesen nicht religiösen Kräften und die Hilfe, die er ihnen in kritischen Situationen gewährte, trugen dazu bei, die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Den Vatikan für seinen Teil der Verantwortung an der Welttragödie zu verurteilen oder freizusprechen, ist nicht unsere Aufgabe. Die Tatsachen sprechen für sich. Unsere Sache wird es jetzt sein, diesen Tatsachen nachzuspüren, und die Rolle der Katholischen Kirche im Leben der einzelnen Länder zu untersuchen, um einen Überblick über ihre Aktivität in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zu erhalten.